Oh. Wie sieht's aus? Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, setzen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, warten wir noch irgendwelche Teile finden. Ah, du schon wieder. Du hattest die Verantwortung. Ja, Sir. So viel Widerstand war unerwartet. Du solltest beobachten. Mein zweites Paar Augen sein. Du musst wissen, was bei dieser Operation auf dem Spiel steht. Ja, aber... Nein. Nein. Bist du nicht. Nein. Wie könnte das jemand... Oh, das geht auf die Augen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Keine Angst vor dem Schmerz. Unser Ziel ist fast erreicht. Aber wir müssen besser aufpassen. Der Erfolg hier bringt uns eine neue Welt. Eine nach unseren Vorstellungen. Konstantin, Sie werden umgehend beim Gefängnis gebraucht. Ein Gefangener weiß vielleicht was über das Artefakt. Bleibt im Glauben und ihr werdet Teil der Herrlichkeit der göttlichen Quelle. Bitte! Was machen wir mit ihm? Nein! Keiner fasst ihn an. Wir haben wohl noch ein Treibstoffleck. Was zur Hölle ist passiert? Das Ding ist 50 Jahre alt. Da oben ist einer. Okay, dann schließen wir. Wir dürfen nach dem Angriff nicht noch mehr verlieren. Okay, ich mach das. Halte das da mal fest. Ich brauche mehr Hebelwirkung. Verdammt. Die Kupplung ist hin. Kannst du mir mal helfen? Ja, dann lass mich zu. Ja, klar. So. Kann ich nämlich den Typen da drüben erlegen, oben. Noch einer? Nein, da ist keiner um die Ecke. Wenn der weg ist, der zurückläuft, kann ich... Wir verlieren den ganzen scheiß Treibstoff. So, und oben. Wie sieht's denn aus? Na los! Halt, nicht mit Rohrgewalt, mit Gefühl. Wenn der zurückläuft, kann ich den auch erledigen. Hinter der Säule, dass ihn keiner sieht. Ich weiß nicht, ob ich das Leck schließen kann. Wenn nicht, quetschen wir das Rohr zusammen, bis wir ein neues Ventil haben. Keine Ahnung, ob wir noch irgendwelche Teile finden. So. Nicht ihn. Erlösen. Munitionskiste oder eine Lampe. So, wie war das? Links zielen, rechts werfen. Wow. Damit habe ich nicht gerechnet. Du hast keine Ahnung, wo ich bin. Ist der tot? Nein. Werfe eine Granate. Werfe eine Granate. Ah, ich muss eh drücken. Ah ja, ich kann mit Pfeilen die Fässer in die Luft jagen. Das ist gut. Das ist sehr gut. Langsam mal gucken, vorsichtig. Hier tut auch noch ein Typen. Kann ich den nicht looten? Doch. Geht.
Muss ich da oben? Ja, das geht hier drüber, ne? Ja. Oh, fuck. Nee. Da komme ich nicht hin. Da komme ich nicht. Ist das eine Waffenkiste? Wir nehmen alles mit, was wir kriegen können. Wir looten die zu Tode. Nee, das ist nicht. Achso, Batterie. Okay, das ist eine Batterie, alles klar. Also, ja, Waffenbatterie sozusagen. Wo ist denn die andere Leiche jetzt von diesem Typen? Hin. Ja, erstmal ein bisschen Holz mitnehmen. Neues Basislager, sehr schön. Ich finde es auch interessant, dass die überall einfach so ein paar Feuer sind. Einfach mal so, ist so. Ey, Feuer ist für jedermann. Konstantin ist hier. Der Mann, der mich in Syrien töten wollte. Er ist brutal, gefährlich. Aber schlimmer ist der fehlgeleitete Glaube, dem er sich hingibt. Anscheinend gerate ich immer mit religiösen Eiferern aneinander, aber das liegt wohl in der Natur der Sache. Wer sonst würde das Geheimnis der Unsterblichkeit lüften wollen? Seine Männer sprachen von einem Gefangenen mit Informationen. Könnte das einer der Einheimischen sein? Und wenn ja, was weiß er? Trinity wird nicht freundlich nachfragen. Vielleicht finde ich ihn. Finde heraus, was er weiß. Das Vertrauen der Einheimischen zu gewinnen, könnte nützlich sein. Ich überlege gerade, welche Waffe wir nehmen. Macho halbautomatisch, schwere Pistole mit Einlegearbeit aus Elfenbein am Griff. Die klingt halt schon übelst geil, oder? Scheiß auf die Schussfrequenz, oder? Komm, ich nehme den guten alten Mondschatten. Neue Pistole verfügbar, Mondschatten. Okay. Kann ich auch. Ich brauche da scheinbar nichts für. Immer wenn ich eine anklicke, gibt es jetzt nochmal 100 Punkte extra. Ich nehme mal den Mondschatten. Was haben wir denn für ein Upgrade? Der Schaden nochmal erhöhen. Rückstoß. Nachladegeschwindigkeit. Munition. Ich erhöhe mal Munition. Das kann nicht schaden. Na, was brauchen wir denn hier? Nee, gleichzeitig gehe ich aber vorher auf den Bogen. Die Schussfrequenz. Vielleicht mal erhöhen. Da fehlen uns noch Fälle. 8! What? Und da ein Fertigungswerkzeug. Okay. Aber hier, ja gut. 12. Ja, wir brauchen noch ein paar Hülsen. Alter, das ist ein Ding. Okay, ich guck gerade die anderen mal an. Nee, ich glaube, ich bleib bei der. Die ist geil. Fähigkeiten? Was hatten wir vorhin? Duellantexperte? Nein. Effizienter Killer. Das genau. Feinde, die lautlos erledigt wurden, werden automatisch gelootet. Dann spare ich mir nämlich ein paar Loots. Das heißt, es geht alles ein bisschen fixer. Regionsübersicht. Okay. Oh, mal schauen, was wir so finden, ne? Schauen wir mal, was wir so finden. Nein. Wir bleiben mal beim Bogen. Ich folge mal dem Hasen. Der bleibt auch gleich wieder stehen, bestimmt. Hase. Ich will jetzt keine Pfeile verballern, nur wegen so einem doppelten Vieh. Ah, fast. Der bleibt scheinbar nicht stehen. Naja, holen uns erstmal den hier.
bisschen Fell kann ich schaden. So, da unten geht. Schauen wir mal erstmal auf den Turm. Vielleicht sehen wir ein bisschen mehr. Ich kann so nicht rein, ohne gesehen zu werden. Es muss einen anderen Weg geben. Ja, da unten vielleicht. Wie immer. Okay, wir kommen da nicht rüber. Aber da hinten ist eine Kiste, wo wir hin können. Wie ich das sehe. Ja. Wir könnten das Seil hier benutzen. Wir können aber auch dadurch das Gitter. Salzgitter. Ich frage mich nur gerade. Wie kommen wir zu der Kiste? Zu der Kiste komme ich doch nur, wenn ich da runterspringe vom Turm. Will ich gerade mal gleich ausprobieren. Ein Rosenkranz. Hi. Ich bevorzuge die klassischen Holzperlen. Das hier ist zu modern. Diese Perlen sind beinahe nahezu blank. Das kann ich nicht durchschlagen. Okay. Das heißt, uns bleibt gerade kein wirklich anderer Weg als da hoch und darüber. Springe ich jetzt erstmal hier runter. Zu schauen, was hier noch so liegt. Ah ja, die Karte der Umgebung zum Beispiel. Geheimnisse entdeckt. Wunderbar. Und was haben wir hier? Und hier. Ja, wir holen uns die extra EP, mit die wir hier sind. Da kommen wir nicht rüber. Das heißt, wir müssten eigentlich jetzt. Ja, wie ich es mir gedacht habe. So, und dann wollen wir doch mal. Aber wir können vorher mal auf die Karte gucken. Geheimnis. Da ist ein Dokument. Okay. Kann ich da hinreisen? Nee. Nur von dem Lager aus. Nun schauen wir doch mal, was wir da so finden, ne? Aber das Dokument. Ja, ich lasse das mal da hinten gerade. Geh mal weiter. Oder? Versuchen wir es. Nee, wir kommen ja nicht. Oh, ich habe doch jetzt eine Waffe. Ach, verdammt. Er ist tot. Nicht schießen. Ich bin kein Feind. Okay, cool. Kann ich die plündern? Mission aktivieren. Wer sind Sie? Das klären wir später. Wenn Sie antworten wollen, hören Sie gut zu. Wir konnten den alten Funkturm zerstören, aber es gibt Repeater, über die Sie kommunizieren. Wir müssen sie ausschalten. Helfen Sie mir und ich sage den anderen, dass man ihnen trauen kann. Klar. Wo kann. Da ist Mauszeiger. Ich werde nach Ihnen Ausschau halten. Gut. Wir haben nicht viel Zeit. Alles klar. Anzeige für optionale Missionen. Der Überlebensding kann Orte und Objekte markieren. Wie, Dietrich? Willst du mich verarschen? So. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal in die Hütte. Weil. Da gibt's Infos. Ich habe die gegnerischen Truppen infiltriert und erfahren, dass sie auf die Ressourcen des Berges aus sind. Sie scheinen das von uns gehütete Geheimnis nicht zu kennen. Die Eisenstraße wird von Gefangenen gebaut, von Sklaven der Roten Armee. Auf der Eisenstraße verkehren riesige Maschinen, die noch mehr Sklaven, Nahrung und Material für den Bau einer kleinen Stadt heranschaffen. Ich muss zu meinem Volk zurückkehren, damit wir unseren Angriff planen können. Wenn wir ihnen schwer zusetzen, bevor sie den Berg erreichen, geben sie vielleicht auf und ziehen sich zurück.
Möglich, möglich. Das weiß man leider. Oh, Russig 2 jetzt schon. Hm, da gibt es noch ein bisschen Munition. Und haben wir hier noch was? Nee. Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir den Funktürmen infiltrieren können. Ah ja, gut, was haben wir hier? Was sagt das? Alter! Wow. Okay, hier sind 5 Funktürme. Na dann widmen wir uns mal diesen 5 Funktürmen. Und schauen mal, wie wir sie zerstören können. Wir sind hier nicht zufällig schon auf dem ersten, oder? Das wäre wunderbar. Das sieht nach einem Wasserturm aus. Oh, komm schon, Hochmädchen. Was ist hier oben? Ach ja. Und ein Vogelnest. Wunderbar. So, da sind eine Menge Tiere. Ich würde sagen, wir springen mal. Herausforderungsgraf. Finden Sie den entlegenen Eingang. Okay, da komme ich wieder runter. Ich schaue mal in die Hütte. Funktionsvoll. Ein weiteres Tagebuch. Wir waren Narren. Leichtsinnige, arrogante Narren. Wir dachten, wir könnten sie aufhalten. Aber die Rote Armee ist in der Überzahl. Ihre Waffen sind besser und sie greifen unentwegt an. Viele von uns, einschließlich mir, wurden gefangen und zur Arbeit in den Minen unseres eigenen Berges gezwungen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis sie unser Geheimnis entdecken. Wenn dies geschieht, müssen wir bereit sein. Ja, wir müssen bereit sein. Das sagt wahre Worte. Ach komm schon. Ich hab noch keinen Dietrich. Gib mir doch irgendwas. Oh, da draußen eine Kiste. Kiste. Finden Sie den optionalen Eingang. Ich habe das Gefühl, da unten ist es nicht so gut, wenn ich da lang gehe. Und hier könnte es zu einer... Ah, Ausbauungsgrab. Interessanten Ort entdeckt. Oho. Herausforderung im Dunkeln. Erhorchen Sie die Höhlen der Sowjetanlage. Ins Dunkel. 1 von 5 Höhlen. Okay. Schließen Sie sie ab, um EP und Credits zu bekommen. Wir laufen hier ein bisschen entspannt durch.